Fußballmädchen. Währenddessen werde ich noch ein bisschen weiter quatschen, denn nicht nur ist morgen am 5. der Weltumwelttag. Kalox, vielen Dank. Sondern wir haben am Wochenende den G7-Gipfel. Und habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Diesmal so ein bisschen witzigerweise in einem Kurort, nämlich bei Garmisch-Partenkirchen auf Schloss Elmau. So, und ihr habt ja bestimmt schon von G9-Gipfel gehört und G8-Gipfel und so. Es gibt ja mehrere G-Gipfel und unterschiedlichste Gipfel. Es gibt angeblich auch G-Punkte. Aua. Aua, ne? Ja. So, der aktuelle G7-Gipfel ist also in Schloss Elmau. Wird das, hier steht auch auf der Webseite, ja, die Bundesregierung hat eine eigene Webseite für den G7-Gipfel. Hohe Erwartungen an G7. Jetzt fragen sich vielleicht manche Leute, wieso eigentlich G7? Was sind das eigentlich überhaupt? Jetzt die Jüngeren unter euch. Ja, ich weiß natürlich, dass es viele gibt, die auch genau wissen, was es mit G7 auf sich hat. Aber nur mal ganz kurz für den Ossel. Ja, komm. Erkläre ich nochmal ganz kurz, was es mit G7 auf sich hat. Ja, das ist ein Gipfel, wo also sich die, ich sag jetzt mal, ökonomisch und finanzstärksten Nationen zusammentun, um gemeinsames Vorgehen zu besprechen. Jetzt war ja ganz, ganz klar gehalten, ganz klein gehalten. Dazu gehören, und jetzt Achtung, das ist nämlich teilweise so ein bisschen erstaunlich, finde ich. Hier sieht man eine Karte von den G7-Nationen. Amerika, Kanada, Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien und Japan. Das sind die G7. Jetzt fragen sich vielleicht die ein oder andere, sag mal, waren das nicht mal G8? Ja, es war mal G8. Russland war auch noch dabei, aber seitdem Russland auf der Krim einmarschiert ist, haben die anderen Staaten gesagt, so, du bist jetzt raus aus G7. Und man fragt sich natürlich auch so, die finanzstärksten Länder, gehört da nicht China vielleicht auch allmählich mal dazu? Kann das nicht sein? Und ich meine, Spanien und Portugal und Griechenland wissen wir ja inzwischen, dass es denen nicht gut geht, ja. Aber wären da nicht noch andere Kandidaten? Ja, natürlich. Und das ist auch einer der großen Kritikpunkte der G7-Gegner, die natürlich dann auch in Garmisch-Partenkirchen aufmarschieren. Die sind alle jetzt vor wunderschönem Alpenpanorama. Die einen zelten, die anderen sind im 5-Sterne-Hotel Schloss Elmau unterwegs. Und besprechen so ein bisschen, was dann weitergeht dort im Weltgeschehen. Themen könnte man noch einmal an. Also es geht um Außensicherheits- und Entwicklungspolitik. Das muss ich jetzt ablesen, das weiß ich nicht auswendig, tut mir leid. Außensicherheits- und Entwicklungspolitik, die Meeresumweltschutz. So, und da sind wir jetzt nämlich dann auch dabei, wo wir sagen, wenn es um Meeresumweltschutz geht, dann sollte man vielleicht auch tatsächlich mit Nationen sprechen, die da auch direkten Einfluss drauf haben. Meeresgovernance und Ressourceneffizienz im Bereich Umwelt. Zum Beispiel China wäre dafür auch durchaus ein wichtiger Partner. Antibiotikaresistenzen. Ein ziemlich detailliertes Thema, finde ich. Vernachlässigte und armutassoziierte Krankheiten im Bereich Gesundheit. Standards in Handels- und Lieferketten. Stärkung, und jetzt Achtung, hier kommt so ein bisschen Brunft hinein. Stärkung von Frauen bei Selbstständigkeit und beruflicher Bildung. Das ist ja auch nicht schlecht eigentlich. Und Energieversorgungssicherheit, immer ein Thema, das wir wahrscheinlich auch nicht nur in apokalyptischen Filmen, sondern auch tatsächlich am eigenen Körper nach und nach erfahren werden. Wenn es nach der neuesten Stromrechnung war. Nach der neuesten Stromrechnung? Hast du gerade eine bekommen, oder was? Nee, aber das wird immer teurer. Ja, das stimmt. Die sollten per Skype Videokonferenz machen, sagt Quadcore Fenia. Da kann man, das ist billiger, da kann man auch reden, ohne dass was bei rumkommt. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, recht geben, denn es ist wirklich unglaublich, was inzwischen an Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden muss für einen solchen Gipfel und wie viel Geld da fließt. Kosten, ja? 10,5 Millionen Euro investiert allein eine kleine Gemeinde, nämlich Krün, ja, die da bei Schloss Elmau liegt, für Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Natürlich betrifft das nicht nur Krün, sondern auch die umliegenden Ortschaften. Und das betrifft natürlich auch den Tourismus, der da stattfinden kann oder nicht kann. Ja, es gibt jetzt vielleicht momentan ein paar Leute, die dort sind, die auch was essen wollen, die, sagen wir, Gegner sind von diesem Ding. Ja, die da zelten eigentlich, die gehen natürlich nicht in Hotels, sondern die zelten dort und besorgen sich vielleicht was in der Würstelbude.
Aber mehr Tourismus ist halt momentan nicht so richtig vorhanden, weil eben so viel Sicherheit da, Sicherheitsvorkehrungen sind. Auch momentan wollen die ganzen, sag mal, Kurgäste ja nicht unbedingt jetzt in Garmisch-Partenkirchen unterwegs sein, während sie wissen, dass eventuell demnächst irgendwelche Krawalle da stattfinden könnten, weil der linke Block wird bestimmt auch irgendwie auftauchen. Also es wird auf jeden Fall damit gerechnet. Insgesamt sind etwa 80 Millionen Euro für diesen G7-Gipfel ausgerichtet worden. Wie viel bitte? 80 Millionen Euro. Verrückt. Ja, das ist rechnet mit Kosten für den Bund. Und der Freistaat Bayern, steht hier, wird etwa 130 Millionen Euro bereitstellen. Das ist auch ziemlich viel. Also insgesamt, da kommen natürlich, fließen natürlich Gelder dann zusammen und wieder auseinander, nehme ich mal an. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was jetzt da die letztendliche Zahl ist, aber es ist schon viel, muss ich sagen, was da passiert. Und wenn wir jetzt in so den Filmen sehen, wie sich dann alle mit total hochmodern, mit irgendwelchen Videokonferenzen, großen Bildschirmen und so weiter unterhalten, das sollte doch inzwischen möglich sein, oder? Finde ich. Wenn wir schon hier auf Twitch streamen, ja, ich erreiche 400 Leute mit diesem Stream, da können auch die Bundesregierungen sich zueinander finden. Vielleicht nicht über Skype oder Uvu oder irgendwas, was nicht so sicher ist, sondern über irgendeine extra entwickelte Software, ja, das kostet trotzdem nicht 80 Millionen. Tja, ich weiß es nicht. So. 80 Millionen, ich schreibe die mal auf, die Zahl. Ja, warte mal, 80 Millionen ohne Scheiß ist gar nicht so einfach. Ja, dann musst du rechnen, ne? 8, dann hast du eine 0. Wir sind inzwischen 530 Leute übrigens, wollte ich nur nochmal an, da hat mir gerade Murphy berichtet, vielen Dank. 80.000? 80 Millionen. Ja, siehst du mal. Also, haltet Ausschau, an diesem Wochenende wird in Garmisch-Partenkirchen auf jeden Fall ein bisschen Party sein. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch hier und dort irgendwie was sehen werdet. Es wird auch groß Kritik daran geübt, übrigens nicht nur von, Putin-nahen Leuten, wie Gerhard Schröder zum Beispiel, wurde Kritik geäußert, dass Putin also nicht mehr in diesem G7-Gipfel dabei sein sollte. Nein, auch Helmut Schmidt hat auch gesagt, dass es also nicht so cool sei, dass man jetzt einfach Russland raushält. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Das Einmarschieren in der Krim fand ich nicht korrekt und nicht gut. Überhaupt das Verhalten von Russland während diesem gesamten Konflikt fand ich jetzt persönlich nicht so gut. Da gibt es auch wieder andere Meinungen. Ich fand es nicht so gut. Das muss irgendwie Folgen haben. Es darf auch nicht sein, dass irgendwie so eine Nation einfach irgendwo einmarschiert und es passiert halt einfach nichts. Ob das jetzt richtig ist, bei einem Gipfel, der dazu dient, die Landesoberhäupter zusammenzuführen, da Russland rauszunehmen, ist halt auch die Frage. Andererseits wird halt auch immer behauptet oder auch von den Gegnern gesagt, gerade wenn sich diese Landesoberhäupter zusammensetzen und dann im Endeffekt Entscheidungen treffen, die demokratisch überhaupt gar nicht, also nicht demokratisch basiert sind, weil sie ja in dem Sinne nicht vom Volk dazu gewählt wurden, in diesem G7-Gipfel zu sein. Ja, die wurden natürlich jeweils immer für ihre Regierungen gewählt, aber jetzt vom Volk nicht dazu, dass die G7 dort auch noch Weltpolitik bestimmen. Und dass es dort halt meistens um wirtschaftliche und kapitalistische Interessen geht, wird natürlich auch vorgeworfen von den Gegnern. Das kann ich auch ehrlich gesagt nachvollziehen, wenn sozusagen die Welt bestimmt wird von denjenigen, die auch am größten Interesse haben, ihren hohen finanziellen und wirtschaftlichen Lebensstandard zu halten, dann werden bestimmt Entscheidungen getroffen, die nicht unbedingt für alle gut sind oder für alle allen dienlich sind. Also es ist schon nicht so schwierig. Unterwasseritis. Rumpel, red ich doch nicht um Kopf und Kragen. Wieso rede ich mich um Kopf und Kragen? Tue ich doch gar nicht. Wer redet denn um Kopf und Kragen? Tue ich gar nicht. Ich versuche nur so ein bisschen darzustellen, wie die zwei Seiten sind. Es geht, wie gesagt, immer, und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, gerade bei so einem Kommentar, es geht immer darum, macht euch euer eigenes Bild. Es wurde mir und auch anderen schon mal vorgeworfen, dass wir versuchen würden, Meinungen aufzuoktroyieren. Euch irgendwie, oder dass ich versuchen würde, euch irgendwelche Umstände. Also näher bringen tue ich es natürlich schon. Also ich versuche halt schon, meine Meinung zu erklären. Aber ich habe immer implizit dabei, wenn ihr nicht meiner Meinung seid, dann könnt ihr euch jederzeit und gerne auch mit mir unterhalten.
auf einer freundlichen Weise, ja? Ich bin ja auch immer freundlich zu euch, also könnt ihr auch immer freundlich mit mir, auch wenn ihr anderer Meinung seid, euch mit mir unterhalten. Das ist überhaupt kein Ding. Du drückst dich sehr diplomatisch aus. Das stimmt natürlich, unter Wasseritis. Weil du ein Diplom gemacht hast. Weil ich ja Diplomant bin, deshalb bin ich so diplomatisch. Aber es geht genau darum, ne? Dass man, achso, jetzt verstehe ich auch, Unterwasseriltis, so, ich dachte, das ist eine Krankheit, Unterwasseritis, ja, habe ich nicht, richtig gelesen, so, nee, aber es geht genau darum, diplomatisch ausdrücken ist sozusagen meine Art und Weise, ein Thema möglichst neutral rüberzubringen, ohne dass es jetzt total eingefärbt ist, und danach, immer gekennzeichnet, versuche ich irgendwie meine eigene Meinung dazu zu geben. Ich finde es gut, und das ist jetzt meine eigene Meinung, ich finde es gut, dass es sowas gibt, dass es einen Dialog gibt. Ich finde es aber auch gut, dass es die Gegendemonstrationen gibt, damit eben die Aufmerksamkeit geschärft wird, dass das Volk durchaus zuguckt, dass das Volk, das andere, dass die Regierungsoberhäupter dort nicht machen können, was sie wollen, sozusagen, sondern dass durchaus auch eine andere, mal etwas demokratische Kontrollinstanz dabei ist. Also das wäre meine Meinung. So. Was sagst du noch dazu? Willst du noch was dazu sagen? Wer ist die Kontrollinstanz? Naja, die Gegner sozusagen, die Demonstranten, die dort sind und halt dafür sorgen, vielen Dank, Katachan, die dafür sorgen, dass die Regierungen nicht einfach unbemerkt dort sich zusammenfinden und irgendwelche Sachen beschließen, die später nicht mehr revidierbar sind, sozusagen. Das ist schon immer wichtig, dass da auch... Kontrolle ist besser, ne? Oder ja, so ungefähr, genau. Ja. Ruppel, du erklärst uns nachvollziehbar deine Meinung. Das hat ja nichts mit Beeinflussung zu tun. Wir entscheiden für uns selbst, ob wir dir zustimmen oder nicht. Du hältst es ja keine Knarre an den Kopf. Das stimmt! Aber nein, genau richtig. Also darum geht es. Ich finde es wichtig, dass du solche Themen auch behandelst. Ich schaue dich unter anderem deswegen so gerne. Ich finde nicht, dass du manipulierend bist, sondern sehr differenzierte Meinungen hast. Dankeschön, das ist sehr, sehr gut zu wissen. Man liest es halt immer mal wieder unter den Kommentaren, auch hier unter den Aufzeichnungen auf YouTube. Übrigens, ganz kurze Anmerkung nur für die Leute auf YouTube, die jetzt auch den Livestream nachgucken oder so, kommentiert dort bitte auch gerne. Ich habe extra die Leute alle für die Aufzeichnungen auf YouTube geordert, sozusagen, dass alle dort das nachgucken können, damit bei solchen Themen, da bietet sich das ja an, auch gerne diskutiert werden kann. Schreibt also eure Kommentare dazu. Komm, wir zocken was. Willst du schon zocken? Ich hätte eigentlich noch was, aber wir können auch mal... Nee, wir können auch mal das Ganze aufbrechen. Obwohl, das zeige ich noch kurz. Ja? Doch, zeig alles. Mach das Programm. Du hast es vorbereitet. Bist du jetzt beleidigt? Nee, überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich finde das auch gut, was du machst. Ich höre dir nur nicht zu. Sehr gut. So, ich werde mich mal jetzt wieder heller machen, denn inzwischen ist es dunkler geworden draußen. Stimmt. So, ich habe noch eine Webseite, die ich zeigen würde, ganz kurz. Und zwar mynoise.net. Das ist unter den Links, liebe Moderatoren, der erste Link. Und zwar ist das eine ganz interessante Webseite, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie heute entdeckt. Hier seht ihr sie. Und die hat so ganz viele unterschiedliche Arten von, Noise-Generatoren. Das heißt also, wenn ihr Hintergrundgeräusche haben wollt, zum Beispiel hier, sage ich jetzt mal, ganz typisch, was haben wir hier, Waterstream, ja? Also da wird einfach hier dann so ein Ding geladen, so ein kleines Equalizer-Ding, und ich mache es jetzt mal ein bisschen lauter. Die Leute bei Ossl hören es jetzt gerade nicht, außer Ossl würde das auch genau gleich anmachen. Welches hast du denn angeklickt zuallererst? Waterstream. Ja. Also das ist also sozusagen so eine Art, genau, so ein Noise Generator, der einfach so ein bisschen so ein Geräusch im Endeffekt produziert, und zwar aus verschiedenen Sounddateien. Und diese Sounddateien werden einfach durch diese kleine Bedienung hier, können die also eingefädelt oder ausgefädelt werden. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal Low Mids, ziehe ich mal voll rein. Ja, das hört man auch direkt. Und man kann sich so halt seinen eigenen angenehmen Sound zusammenstellen oder das Ganze animieren lassen. Das geht auch. Einfach hier draufklicken und dann wird das hier...
jetzt rennen alle aufs Klo wegen des Wassergeräuschs. Na gut, dann mache ich was anderes. Wir wollen ja nicht, dass alle gleich eine Pause brauchen. So, ich mache jetzt mal auch ganz nett zum Beispiel tonal. Es gibt auch Ton, also das Ganze wird noch eingeteilt in Kategorien. Das heißt, ich habe das ja schon mal gezeigt. Da wurde aber so ganz spezifische, also Wassersounds, Regensounds, Feuersounds und so weiter. Das gibt es auch alles hier, aber da gibt es noch ein bisschen mehr. Und das ist eigentlich ganz interessant. Zum Beispiel hier die Bagpipes. Ja? Bei den Tonal-Drones das zweite. Achtung. Wenn es geladen hat. Das ist voll entspannt. Summer Night. Oh, Summer Night. Da sieh mal an. Ja. Katzenschnurren gibt's auch. Ja. Das ist echt ganz cool. Aber es gibt eben noch so richtig verrückte Sachen auch. Warte mal. Eins war auch noch. Ah, wie hieß das noch? Muss ich gerade suchen. Oh, Summer Night ist langweilig. Genau. Prehistoric. Das ist bei Atmosphären gerade neu. Prehistoric. Das hat also prähistorische Instrumente, also fast so ein bisschen, also die haben sich schon Mühe gegeben auf der Seite, prähistorische Instrumente, die auch so eine Soundfläche bilden. Und gerade so Didgeridoos sind prähistorische Instrumente, es gibt so afrikanische Harfen, die so, ich glaube diese, ich weiß auch nicht, was das alles ist, aber wenn man hier so drüber geht, dann wird das auch einmal immer angezeigt, zum Beispiel Mammoth Tusk, was auch immer das ist. Ah ja, da kann man sich die so ein bisschen anhören auch. Ein Lithophon? Na toll, das klingt ja gar nicht. Das kannst du auch machen fürs Handy, kannst du das holen direkt. Ja, genau, für eine App, ja. Aber nur Apple oder was? Balrog. Oh, Loser. Nee, Android gibt's auch. Android is on its way. Ich find's aber ganz geil, ehrlich gesagt. Also ich find's, das ist schon relativ strange. Ich würde es ja total gerne auch für Alendia oder für Hörbücher oder so, ist das eigentlich total gut nutzbar, muss ich sagen. Da ist natürlich alles irgendwie Copyright-mäßig, gehört das natürlich den Leuten, diese ganzen verschiedenen Sounddateien, die da zusammengepackt werden. Aber es ist so geil, dass es halt das alles irgendwie inzwischen in im Browser gibt und dass man sich das einfach so angucken und anhören kann. African Trance, es gibt auch so Pattern-basierte Sachen. Boah, kannst stundenlang drin versacken, glaube ich, oder? Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, bei diesen Pattern-Sachen, da muss man noch ein bisschen länger rumspielen. Ach genau, und das fand ich auch noch sehr lustig. Bubble Noise bei Voices. Ja, also wenn man... Ah, shit, warte mal. Da muss ich... Es gibt hier so... Das ist auch so ein bisschen Donation-basiert. Das heißt, ich muss jetzt gerade ein bisschen warten. Nach einiger Zeit kommt dann so... Wenn man jetzt zu viele Sachen angeklickt hat, kommt dann... Ja, sie müssen sich leider registrieren. Aber die Bubble Noise, das finde ich total witzig. Jetzt geht's wieder. Bei welchem hast du gefunden? Bei Voices. Das zweite bei Voices. Bubble Noise. Das ist, wenn man das mal anmacht. Warte. Es sitzt ja gut. Stimmengeräusche. Das habe ich immer. Ich wollte gerade sagen, also für Leute, die Paranoia haben, da ist das wahrscheinlich nicht so gut. Oder Schizophrenie oder sowas, das ist bestimmt gar nicht so toll. Es gibt das Ganze auch mit Flüstern übrigens. Und da hörst du die ganze Zeit irgendwelche Leute flüstern, das ist auch ziemlich unangenehm, glaube ich. Aber spielt da ruhig mal rum, es macht schon... Das ist auf jeden Fall cool. Wo holst du die Sachen immer her? Geil, wenn die mal Nachbarn auf den Sack gehen oder so richtig laut machen, bis der verrückt ist. Ja, finde ich ganz geil. Finde ich gut. Super. Orchestron. Eigentlich würde ich jetzt auch einfach nur weiter drin rumklicken, so ungefähr, weil da kann man echt viel entdecken. Also schaut euch die Webseite ruhig mal an. Hier, das Orchester. Unendliche Weiten. Das Raumschiff Enterprise
ist wieder einmal unterwegs. Leise schwebt sie durchs All. Na, kann man gut machen, sowas. Orchestron, auch nicht schlecht. Also es gibt echt so viele Hintergrundgeräusche, die auch gerade für Leute, die Filme... Ja, genau, jetzt kommt mal der Murphy. Donatington. So, warte mal, ich muss das mal ausprobieren. Hört dich, Donation, Donation, Donation. Boah, jetzt ein Donut. Ja. So. So, mal gucken, was die Leute sagen. Mir flüstert jemand ins Öhrchen. Ja, genau. Bitte einmal das Katzenschnurren. Okay, jetzt muss ich mal das Katzenschnurren suchen. Wo war das? Unter welchem? Das weiß ich nicht. Ich nehme an, dass es hier irgendwo Animals gibt oder so. Synthetic. Ich suche mal nach Cat. Cat Purr. Tatsächlich. Bei Natural Noises Nummer 2. Das ist aber ein Tiger, hör mal. Hoffen wir mal, dass die Katze nicht aufwacht. Das ist schon recht abgefahren. Also da gibt es echt schöne Sachen. Kann man nicht anders sagen. Deserted, Oblivion, Osmosis. Es gibt auch so ganz verrückte Sachen. Magic Generators, Rainy Day, Zen Garden, Space Odyssey, Siren Song. Kann man sich echt Fairy Pond. Schön. Also ihr wisst Bescheid. Ja? Wenn ihr mal ein bisschen meditieren wollt, dann ist das die Seite mynoise.net. Hamnoise. Es gibt eine Hamnoise für EU und eine für US. Auch interessant. Ach, wie geil. Die Hamnoise ist statisches Brummen sozusagen. Ach, irgendwas ist mit meinem Mikrofon los, glaube ich. Aber es ist zum Glück europäisches Brummen, ja. Das gleiche gibt es dann auch nochmal. Wer will denn sowas haben? Hallo? Bist du noch da eigentlich? Ja, ich bin noch da. Aber du bist völlig fasziniert oder was gerade? Ja, ich zeichne jetzt eine brummende Katze. Eine Katze, der es gut geht. Und was hörst du gerade? Die brummende Katze noch immer. So, jetzt warte mal. Hier gibt es auch noch, das ist auch noch schön. Herzlich willkommen bei dieser Aufzeichnung einer sehr alten Aufnahme. Aus dem Jahre 1972, Sergeant Ruppe. Müsste man so ein bisschen das Mikrofon noch angleichen, dann könnte man echt so eine Vinyl-Session machen. Dustin Scratches, einfach Vinyl für zu Hause. Wer gerne sowas auf dem Ohr hören mag, der geil, hört zu. Wenn der sich... Gerade eine neue CD gekauft und irgendwie. Voll die ja Leute, Soundquali heute. Genau, die kaufen das ja genau deswegen, ne? Wegen diesem Kratzen. Nee, nicht wegen Kratzen, sondern weil es analog so große Dynamik hat. Deshalb. Achso, ja. Achso, Entschuldigung bitte. Ich habe halt überhaupt gar keine Ahnung. Überhaupt nicht. Aber wenigstens gibst du es zu. Prost. Ja, Prost. Was trinkst du denn? Kaltes, klares Wasser. Das ist schön. Ich finde es auch am allerbesten einfach. Oder? Am allerbesten ist kühles, klares Quellwasser. Atem! Das war ein Instagram. Ah, stimmt. Das war gut. Das fand ich übrigens auch sehr, sehr gut. Ja, ne? Das war Atem. Gut. Atem! Sie fühlen... Nee, sie fühlen... Die Luft um sie herum. Atem. So, jetzt spielen wir was, oder? Aber warte, jetzt die Katze würde ich gerne noch fangen. Ich zeig noch eins mehr. Ging dir das? Ja, jein. Ich könnte noch was zeigen, aber ich will auch zocken. Wir sind jetzt schon wieder eine Stunde echt? Drin. Schade. Aber ich glaube, das macht mir gerade am meisten Spaß. Einfach zeichnen. Mit zu kommentieren. Ja, ist auch gut. Das ist auch sehr gut. Du kannst ja gleich weitermachen, wenn du magst. Dann würden wir jetzt kurz einmal in dieses eine Spiel gehen, was ja eigentlich auch echt ganz cool ist, muss ich sagen. Und zwar ein kleines Freeware-Game, was wir wieder mal zeigen können. Speichert und jetzt zocken wir ihn, ne? Ja, genau. Wir zocken jetzt erstmal ein kleines Freeware-Game und dann geht's auch schon in das Community-Game.
Katze! Da gibt's dann endlich Gewalttätigkeit und Blut für alle. Und weg damit. Also, Nightbot kann raus. Du hast noch ein Bild, was du mir eben geschickt hast. Wolltest du das nicht? Achso, ja, nee, das lassen wir jetzt raus, weil wir schon so spät dran sind. Okay. So. So, jetzt muss ich was lernen. Jetzt lernst du hier was. Lieber @lyn_tv. Ach so, das ist doch das, wo ich, da war ich. Ich mach's mal auf. Okay, musst du mich einfach Reload drücken? Ich hab noch, Session has expired. Ja? Ja, aber, also genau, du musst halt nur nochmal in Dings gehen. Ich geh mal auf Multiplayer und sag mal, achso, warte mal, wieso geht das hier nicht? Anonymous. So, Zart und Rumpel. So, warte, jetzt muss ich mal gerade... Reloaden. Ja. Ach, dieses Unity, das lädt immer nochmal. Ah ja, doch. Ah, Quattro. Ne? So, ja. Ich hab auch schon den Raum fertig, also wenn du bereit bist. Okay, Multiplayer. Ich bin bereit. Multiplayer. Multiplayer. Anonymous. Genau, wir spielen Quattro, ein kleines Freeware-Game, das auch die Moderatoren jetzt gerne einblenden können. Und zwar ist es eigentlich so eine Art 4 gewinnt. Ja, oder ich glaube, Mühle konnte man das. Ah, nee, Mühle war was anderes. Das war schon am ehesten 4 gewinnt. Ja, 4 gewinnt, ne? Und zwar 7635 Ossel ist die Zahl. Warte mal, wie war das nochmal? 7635. Achso, Continue. Und dann Join, ne? 7635. Genau. Hab ich. Sergeant Rumpel. So. So, was ist denn hier im Chat eigentlich los? Ja, was ist eigentlich im Chat los? Ja. So, also. Genau, wir sind in Quattro drin. 7635. Und Quattro ist, das zeige ich euch jetzt, ein Spiel, in dem es darum geht, 4 aufeinanderfolgende Steine zu setzen. Wie ihr hier seht, gibt es also sehr unterschiedliche Steine. Nämlich einmal quadratisch, weiß, mit Loch oder rot, rund und ohne Loch. Das sind so die 3 Eigenschaften, ja. Es gibt auch noch hoch und niedrig, gibt es auch noch. Also das sind unterschiedliche Arten von Steinen. Hoch, also, niedrig, du hast, kannst du die rund, Kamera eckig. Auch. Rot, weiß oder Loch oder ohne Loch. So, irgendeine dieser Fähigkeiten muss einmal über 4 hinweg gesetzt werden, dann hat man gewonnen. Und das ist, klingt jetzt am Anfang so ein bisschen verwirrend, aber es wird sich gleich zeigen. Also, ich muss jetzt immer einen Stein auswählen, den der Ossel dann setzen darf. Danach darf der Ossel diesen Stein setzen und wählt wiederum einen Stein aus, den ich setze. Also muss ich jetzt kurz warten darauf, dass Ossel hier mal... was setzt. Setz mal. So. Okay. Da Küder. Setze jetzt mal einen Kontrapunkt. Oh, nice. So, und jetzt, genau. Also jetzt ist sozusagen ein kurzer quadratischer Weißer auf dem Feld und er gibt mir jetzt einen ohne Loch. Und jetzt gibt er mir einen kurzen, runden mit Loch. Das heißt also, wenn ich den jetzt hier hinsetze, haben wir schon mal eine ganz gute Grundlage gelegt, ziemlich verwirrt zu sein. Insofern werde ich jetzt einfach mal den Ossel weiter einen Stein geben. Also es wird dann plötzlich so sein, irgendwann, man sagt, oh, hier sind 4 vorhanden und man hat es nicht gerafft irgendwie. Aber es ist cool. Also es ist, man muss das schon, wenn man es einmal verstanden hat, dann ist das ein ziemlich, der Ossel. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, jetzt hat der Ossel verloren, leider. Nein, ist das schon, das, weil die alle eine Höhe sind, ne? Ja. Oh, fuck. Ja, das, komm, mach. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ja. Eine Reihe, ey, komm. Komm, nochmal. Oh, dang it. Besser kannst du ja gar nicht. Das sieht jetzt fast so aus, als hätten wir uns abgesprochen, lieber Ossel, aber das haben wir nicht. So. 7, 8, 7, 4. Nee, warte mal, ich habe jetzt eine neue. Ich habe eine neue Zahl. Ach so, ich habe... 3, 4, 1 ist jetzt die Zahl. 3, 4, 1. Wer ist denn alles im Stream? Der Ossel und der Rumpel. So. Runde 2. Also ihr seht, jetzt habt ihr es vielleicht so einigermaßen verstanden. Das kann aber das war, sein. Das war die Probe sozusagen, genau. So, wer fängt denn an eigentlich? Ich oder du? Zart und Rumpel. Ein Piece für Ossel. Boiler. Ich hatte ja tatsächlich gehofft, dass du diesen Fehler machst. Ja, bitteschön. Das Spiel ist mir zu hoch. Ja, wirklich? Nein. Konzentrier dich. Du kriegst das raus. So, wir machen jetzt mal eine schnelle Runde hier. Schnelle Runde, damit wir auch nicht zu lange.
Setz den Stein, Ossel! Sonst mache ich die Flüsterstimmen wieder an. Ja, stimmt. Das wäre jetzt immer geil dafür. Ja. So. Jetzt. Komm, das machen wir. Komm, das. Ich warte, ich muss. Achso, ach komm, scheiß drauf. Okay, also. So. Scheiß drauf. Jetzt wird's interessant, weil wir haben jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt schon die ganzen Ecken besetzt. Insofern. Ja. Mal gucken, was passiert. So. Da. Holy shit, hätte ich keine Lust drauf. Für mich geht's morgen früh zu Rock am Ring. Achso, nee, dann. Echt Rock am Ring? Wer hat die Primetime? Samstagabend 20 Uhr? Bitte was? Ich hab gerade Rock am Ring. Wer hat die Primetime? 20 Uhr bei Rock am Ring. Weißt du, oder was? Weißt du? Nee, ich weiß nicht. Oh, ich war auch bei Rock am Ring und es war sehr geil. Sehr geil. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich dachte, die hätten das eingestampft. Was du setzen wirst. Ehrlich gesagt, bin ich auch mal gespannt. Also, das, guckt mal, ob. Da wollte er schon was reinsetzen, aber das hat nicht funktioniert, lieber Ossel. Nicht viel gewinnt. Das war nicht viel. Man muss ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt gibst du mir, welchen Stein gibst du mir jetzt? Den Stein? Ah, ich hab. Das war ein Fehler. Quatsch. Quatschfehler. Also nee, war's nicht. Ja, das war ein Fehler. Achso, nee, jetzt gibst du mir einen. Ja, genau. Warte mal. Ist das nicht hier? Das ist der doch hier. Shit! Bam! Sehr schön. Super. Steht 1-1. Ey, Mann, das ist so schnell, dass man da was übersieht. Das ist unfassbar. Ja. Ist auch geil, dass man den anderen quasi zwingt dazu, ja. Zu einem Stein. Ja, das finde ich auch gut. Sollen wir noch einen machen? Best of 3 oder was? Ja. Danach wird Zombie geschnetzelt, da könnt ihr, da muss man nicht so viel nachdenken. Zombie. 8-4-3-6. Bei den Stimmen von Minoise werde ich irre. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das passiert schnell sowas. Ich blick's nicht. Also das war jetzt deshalb, weil vier in der gleichen Höhe am Rand waren. So. Also. Ich gebe dir einen Stein. Voila. Ja. Und du setzt ihn. Man kann die auch so drehen übrigens. Das ist auch ganz nett. Total. Das ganze Ding kannst du drehen, ja. Ja. Da gibt er mir direkt so einen. Warte mal, weil ich habe noch nicht. Haben die zwei oder drei verschiedene Höhen? Zwei verschiedene Höhen nur, ne? Ja, zwei verschiedene Höhen. Hoch und tief. Ja, okay, das wär sonst ein bisschen zu krass. Wenn ich das richtig gecheckt habe, müssen entweder vier große bzw. vier kleine in einer Reihe sein. Oder habe ich das falsch verstanden? Du hast es insofern richtig verstanden, weil das eine Möglichkeit ist. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass einfach vier weiße in einer Reihe sind, vier rote in einer Reihe sind, vier in einer Reihe sind, die ein Loch haben, vier in einer Reihe sind, die kein Loch haben. Also das ist schon ziemlich... Also von einer Gattung im Prinzip. Ja, genau. Ne? Immer von... Also es muss eine Eigenschaft muss einmal komplett durchlaufen. Und das ist nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Hast du mir schon einen Stein gegeben? Ach, den da. Ja, gerade eben. So. Also, aber ja, wenn ich jetzt da noch einen quadratischen reinstellen würde, das ginge nicht, weil die unterschiedliche Höhe und nicht die gleiche Farbe haben. Nee, und aber die werden ja dann alle vier quadratisch. Okay, das wird auch schon ausreichen. Ja, das wird auch schon ausreichen. Also mache ich das jetzt mal kaputt gerade. Machst du kaputt oder setzt halt was anderes rein und gibst mir einen anderen Stein? Du hast ja immer zweimal die Möglichkeit, mir in die Quere zu kommen, ne? Stimmt. Oh Gott, wie kompliziert. Wer spielt denn sowas? Wir gerade. Jetzt, in diesem Moment. Den hast du mir jetzt gegeben. Ja. Okay. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle? Ja, das ist eine Falle. Das ist krasser als Pokern, das Spiel. Ja, aber echt noch. Ich gehe auf Risiko. Ja! Gerade. Ach so, nee. Ja, genau. Wo regt ihr mir den Stein aus? So sieht es nämlich aus, lieber Ossel. Ich suche den Stein. Jetzt muss ich nur den richtigen Stein finden. Da bin ich ja relativ safe. So, hoffe ich doch. Na, komm schon. Nicht da. So, ja. Und den sollst du haben. Interessant. Sehr interessant.
Mhm. Boah, egal, was die Leute, die sich sowas ausdenken, ist total schön. Finde ich auch geil, die Leute, die Software programmieren, die wir dann so benutzen, das ist auch schon irgendwie schön. Ja. Oh. Ja. Oh, ja, warte mal, der ist hoch, den kann ich bedenkenlos hier hinstellen. Boah, ey, jetzt weiß ich aber gerade auch nicht weiter. Doch, ich glaube, bedenkenlos kann ich den hier dir geben. Ah, ist das ein hoher oder ist. Nee, das ist ein niedriger. Das ist ein niedriger. Niedriger. Damn it. Ich glaube, ich mach mal jetzt was kaputt, damit ich mal nicht mehr so viel aufpassen muss. Weiß obwohl. Nicht. Nee, aber wenn ich. Da. Das ist ja jetzt richtig unangenehm. Wenn ich den jetzt falsch gesetzt hätte, dann hätte ich mich in zwei Zügen schachmatt gesetzt, sozusagen. Oh, aber ich hätte es ja vielleicht nicht gerafft. Ah, das glaube ich nicht. Das hättest du schon gerafft. Obwohl, warte mal, ich könnte vielleicht. Ah! Wo ist der Granite Launcher? Ja, aber echt noch. Ey, wieso hast du mir denn den gegeben jetzt? Naja, damit du keinen Scheiß machst. Der war ziemlich gut, glaube ich. Ja, der war gut. Aber Scheiße, jetzt musste ich das so machen. Aber wahrscheinlich, weil jetzt drehst du den Spieß um. Jetzt habe ich wahrscheinlich kaum eine Chance. Genau. Mal gucken. Den hohen, aber warte, doch. Ah, ich hätte den anderen. Nee. Obwohl, das ist eigentlich nee. Rund diagonal. Rumpelräusper. Scheiße. Rund und quer. Die Leute schreiben mir die ganze Zeit, die cheaten für mich, ja? Weil sie mir sagen, was ich machen muss. Rund, quer. Nee. Au. Pass auf. So, und jetzt? Welchen gibst du mir jetzt? Ja, ich überlege. Gib dir den. Das ist heftig, ne? Das ist heftig. Das ist heftig. Da kann ich nichts machen, da kann ich nichts machen. Oh! Jetzt könnte ich aber eventuell, wenn du jetzt was Falsches machst, dann habe ich gewonnen. Ja, wenn du was Falsches machst, habe ich auch gewonnen. Ja, das stimmt. Aber da bin ich noch bin ich safe, glaube ich. Wenn ich da nichts übersehen habe. Überleg mal. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ja, ich hab auch gerade gedacht. Ich kann den eigentlich nur hier hin tun. Do it. Dann. Ja, wir werden doch das Spiel jetzt tatsächlich bis zu Ende gespielt haben, dann, oder was? Hab ich nein! Gemacht? Scheiße, er hat's gesehen! Nein! Ich hab's doch immer noch nicht gesehen! Also sind drei hohe, ne? Nein, es sind vier Runde! Du hast das Spiel überhaupt gar nicht verstanden! Du hast gewonnen, weil du doch, aber ich hab's nicht. Ja, ich hab Glück gehabt. Ach, Mann! Scheiße! So ist das Leben! So ist das Leben, meine ich. Oh, Mann, ey! Scheiße! Geil. Ich hab's in dem Moment gesehen, wo ich den Stein gedrückt hab. Ja. Aber kennst du aus Raumschiff Enterprise, wo die so auf mehreren Ebenen Schach spielen? Könnt ihr noch mal erklären, da habe ich so ein bisschen ja, das ist kenne ich ja, das ist was war das noch? Oh, das weiß ich nicht mehr. Klingonenschach oder irgend sowas war das doch. Irgend sowas war das. Auf jeden Fall, also wer Lust auf sowas hat, der kann das ruhig mal angucken, das ist macht schon Spaß auch das Spiel, muss ich sagen. Das ist schon gut. Wir haben es dir alle vorgesagt. Ja, Ossel, er versteht nicht warum, aber er gewinnt. 3D-Schach. Ja, sehr gut. Sollen wir Community-Spiel machen? Ein bisschen Schnetzel? Ja, würde ich sagen. So, wir spielen heute Hounds, The Last Hope. Ihr habt ja vielleicht so ein bisschen das mitbekommen, dass wir haben vor einiger Zeit mal, wie hieß das noch, Hazard Ops gespielt. Und das ist so ein bisschen ähnlich, muss ich sagen. Macht aber fast noch ein bisschen mehr Spaß, finde ich. Ich hoffe, dass ihr die